Hallo, liebe Reisemobilfreunde. Heute geht es um eine wichtige Warnmeldung und zwar um ein Update von Victron. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Carex Reisemobiltechnik hier aus Castrop-Rauxel. Was ich euch heute zeigen möchte, ist sehr, sehr wichtig, hauptsächlich also auch für die Leute, die selbstständig ein Update über das Victro-Portal machen oder an ihrem Wechselrichter machen von Victron. Da ist es also so, dass es da eine Einstellung gibt, die man hier über das Servo-Portal auch anstoßen kann. Das will ich euch jetzt einmal zeigen, mit der ganz, ganz großen Bitte, dass das bitte keiner macht. Ganz einfach deshalb, wenn man dieses Update anstößt und der Wechselrichter fährt dann eine neue Softwareversion hoch, macht also ein Upload, ist es so, dass er sich auch automatisch dann nullt. Also der geht in die Werkseinstellung zurück. Das ist ganz wichtig. Und zwar, wenn ihr jetzt hier ganz normal, wir gehen mal auf unsere Carex Servobox hier. So, die ist also bei uns komplett vernetzt. Die steht hier draußen vor der Tür, ist also bei uns auf dem Netzwerk mit angebunden. Und wenn ich jetzt hier auf Geräteliste gehe, dann habe ich im Prinzip die einzelnen Komponenten hier nochmal aufgezeigt, die in der Box oder eben halt auf dem Servo mit aufgelegt sind. Und hier unten habe ich den Button Firmware Aktualisierung. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann prüft er alle Komponenten, inwiefern die abgedatet werden müssen, beziehungsweise er prüft den Softwarestand. Dann ist es ganz wichtig, dass man natürlich hier immer den aktuellen Softwarestand hat, logischerweise. Allerdings muss man aufpassen, die letzte Komponente ist also hier dann der Multiplus, beziehungsweise der Wechselrichter. Und da ist es so, dass wenn man den aus der Ferne updatet, nullt er sich. Das heißt, er geht in die Werkseinstellung zurück. Da ist also auch mehrfach ein Hinweis mit dabei, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, dass man das mit Vorsicht machen soll und nach Möglichkeit auch nicht aus der Ferne. Aber es sind so viele Punkte, die man da immer wieder anklicken muss. Ich glaube insgesamt 6 oder 7, dass man das zum Schluss eigentlich gar nicht mehr liest und dann einfach nur den Pfeil unten reinsetzt und sagt, mache das Update, mach das Update, mach das Update. Und irgendwann ist das Update dann komplett durchgelaufen und dann hat man ein Problem, dass der Wechselrichter halt nicht mehr die originale Einstellung hat, die wir ihm vorgegeben haben. Diese Einstellung können wir nur ausschließlich über einen Laptop vor Ort, also am Wechselrichter selbst eingeben. Eine andere Möglichkeit gibt es da nicht. Er prüft jetzt immer noch aktuell den Firmware-Stand der einzelnen Komponenten. Und wie gesagt, gleich kommt das Bild im Prinzip, dass dann unten angezeigt wird, dass der Wechselrichter ein Update braucht. Wenn wir das anstoßen, wie gesagt, haben wir ein großes Problem. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal ein, zwei Mal das Problem gehabt. Allerdings war es so, dass die Kunden in unmittelbarer Nähe bei uns waren. Dann war es kein Thema. Der Kunde kam zu uns und wir haben ihm sofort hier den Wechselrichter wieder so eingestellt, dass die Anlage wieder vernünftig läuft. Da müssen also auch die einzelnen Parameter eingestellt werden, welche Batterien, welche Kapazitäten und so weiter und so fort. So, wenn wir jetzt hier mal draufhalten können, dann sehen wir hier ist also ein Smart Solar Charger drin, 7515. Hier steht drin, letzter Softwarestand ist V1.6.1 auf dem neuesten Stand. Und dann geht es hier weiter mit dem größeren Solarregler, dann geht es mit dem Shunt hier weiter. Und ich sehe überall hier immer einen grünen Haken dran auf dem neuesten Stand. Und hier unten sehe ich jetzt, hier ist ein Multiplus Kompakt 12-2000 verbaut. Softwarestand installiert ist V501. Den kann ich jetzt updaten auf V502. Ja, das kann ich machen. Ich kann euch das ja hier auch mal zeigen. Also hier eine Seite 1, sage ich, hier lese ich mir alles durch, sage ich, okay, dann geht es hier weiter. So, dann sagt er mir nochmal, ne, der muss, ne, die und die Einstellung haben. Wenn es dann weitergehen soll, dann mache ich ja auch einen Haken. Zweite Seite, dann geht es hier weiter. Dritte Seite und so weiter. Und wenn ich alles dann eben halt durchgelesen habe, er sagt auch hier, dass im Prinzip dann auch der Softwarestand aktualisiert wird, dass aber die Grundeinstellungen von dem Multiplus eben halt komplett genullt werden. Ne? Wenn ich das jetzt hier auch noch mache, dann muss ich hier schon den vierten und so weiter. Also irgendwann ist es dann soweit, da bin ich hier durch und dann kann ich das eben anstoßen. Aber bitte tut das nicht, wenn ihr nicht wirklich hier bei uns Kunde seid, beziehungsweise wenn ihr nicht unmittelbar in der Nähe seid. Wir warten das eh aus der Ferne und ob ihr jetzt bei dem Multiplus einen Softwarestand von 501 habt oder 502, das ist also kein großer Unterschied. Aktuell laufen die Systeme alle bei uns wirklich hervorragend. Ihr seht ja auch hier, wollte ich euch schon immer mal zeigen, wenn wir jetzt hier einmal zurückgehen und einmal hier auf die Installation gehen, die linke Seite hier mit den Kundennamen, die blenden wir jetzt einfach mal aus, dann seht ihr ganz einfach hier, was wir hier alles im Prinzip von Castrop aus oder auch über Smartphone weltweit auch abrufen können bei unserem Kunden. Wir sehen im Prinzip so ziemlich alles. Wir sehen die Sonneneinstrahlung, wir sehen, können auch hier nach Solar selektieren. Wer hat momentan den größten Solarertrag? Hier habe ich ein Fahrzeug aktuell mit 365 Watt. Ne? Zieht sich aber auch gleichzeitig auch 1255 Watt aus dem Netz, also ist angeschlossen, ne? Und hat gerade 12 Volt seitlich eine Last nur von 15 Watt. Ne? Dann geht es weiter hier. Der nächste hat 193 Watt, der nächste hat 176 Watt, dann hat einer 136 Watt.
Hier haben wir auch noch die Flüssigkeitsstände, sage ich mal, Abwasser, Fäkalientank und Frischwasser können wir auch hier abrufen. Das sehen wir also auch alles. Ne? Das können wir alles hier komplett abrufen. Ne? Wir können das auch so einstellen, dass wir sagen, wir gehen einfach nach Batteriekapazität sortieren, ne? Sortieren nach sinkender Batterie. SOC, steigende Batterie, SOC, sinkende Batteriestunde, steigende Batterie. Also das kann ich jetzt hier auch sagen, dass ich einfach sage, hier sortiere mir das so einfach mal nach sinkender Batteriespannung. Das kann ich also auch machen. Ne? Wir können hier auch die Aktualisierung können wir hier machen. Ne? Welches ist am schnellsten aktualisiert, also das jüngste oder eben halt das älteste können wir auch machen. Und so können wir hier eigentlich alles selektieren. Wir haben auch Kunden dabei, die zum Beispiel auch einen Generator haben. Hier haben wir ein Fahrzeug, hier, da weiß ich auch, der hat einen Generator. Wir haben eins, zwei, drei Fahrzeuge mit Generatoren hier mit drin. Ne, eins, zwei haben wir. Einmal, zweimal. So, und dann können wir natürlich hier auch, Moment, der hat auch einen Generator, das weiß ich, den klicke ich mal an. Klar, ne, hier sehen wir es auch, hat auch einen Generator. Wir sehen hier die Temperaturen, wir sehen hier die Sonneneinstrahlung, wir sehen den Batteriestand, wir sehen, was gerade an Lasten 230 Volt seitig im Prinzip aus dem Fahrzeug rausgezogen wird. Wir sehen natürlich auch die 12 Volt Seite. So können wir im Prinzip alles hier komplett abrufen. Ne? Wenn wir mal ein Fahrzeug jetzt hier zum Beispiel haben, wo wir sagen, Mensch, an das Fahrzeug erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig, welches war das jetzt überhaupt, dann kann ich natürlich auch hergehen und kann einfach mir das Fahrzeug hier aufrufen, ganz normal auf meiner Hauptmaske. Und dann kann ich auch sagen, hier, zeig mir mal die Bilder. Und dann hole ich mir einfach wieder die Bilder hier auf meinem Bildschirm und dann fällt mir auch wieder ein, welcher Umbau das war. Ne? Also das System ist wirklich perfekt, ist grenzenlos. Ne? Ja, das solltet ihr wissen, es war einfach nur ein Hinweis. Ich möchte jetzt nicht nur an allen Kunden das per E-Mail oder per WhatsApp oder wie auch immer schicken und senden, sondern ich habe gesagt, macht ihr eben ein kurzes Video drüber, dass ihr seht, dass diese Einstellung bitte von euch nicht vorgenommen werden soll. Alle anderen Einstellungen hier machen wir eh alle paar Tage, sind wir wieder online und gucken nach, wie die Softwarestände sind, ob alles in Ordnung ist, das können wir abrufen. Wir können sogar auch abrufen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel bei dem Kunden können wir sogar hergehen und können jetzt einfach mal sagen, wann war der letzte Mal auf seinem Board? Gehen wir kurz hier nochmal zurück, kann ich euch zeigen. Beziehungsweise wir gehen mal hier auf die Carex-Box wieder. Weil es gibt schon mal den einen oder anderen Agenten, der sagt, ich war da gar nicht dran. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Wie ist jetzt diese Einstellung vorgenommen worden? Da sehen wir ganz einfach hier auf Ereignisprotokolle, gehe ich jetzt hier drauf. So, dann kann ich ganz genau sehen, da sagt er mir, schau mal hier, du warst am Donnerstag, den 27. April, Steuerung durch Carex Reisemobiltechnik, was haben wir da gemacht? Von off auf on geschaltet. Das heißt, wir haben den Wechselrichter eingeschaltet um 11.25 Uhr. Wir haben ein Firmware-Update gefahren um 11.22 Uhr. Alles am 27. Und hier sehe ich auch, wer das gemacht hat. Nämlich in dem Fall waren wir das. Ja? Wenn da jetzt jemand anders auf diese Konsole zugreift, der Eigner selber oder jemand, der auch mit zusätzlich beauftragt worden ist, man muss ja das System nicht auf zwei Nutzer begrenzen, als Beispiel, dann sehe ich das natürlich hier auch. Ne? Hier sehe ich im Prinzip jeden einzelnen Eingriff, sagt er mir auf die Minute genau, wann welcher Eingriff im Prinzip auf das System ausgeführt worden ist. Ne? So kann ich mir auch das hier auch per Kalender, kann ich mir alles hier hervorrufen und ich kann auch zurück in die Historie gehen. Und so sehe ich ganz klar, da ist ein Eingriff gemacht worden. Ne? Also Jungs, aufpassen, nicht rumschwindeln. Wenn ihr mal wirklich drauf wart, dann Butter bei der Fische, ich war da drauf, weil wir können das von hier aus natürlich auch sehen, ob jemand auf dem System in irgendeiner Form was manipuliert hat oder was eingestellt hat oder nur drauf geguckt hat, das können wir alles sehen. Ihr natürlich als Eigner von diesem Servo-System natürlich auch. Ne? Ja, so, das soll es gewesen sein. Ein kurzer Einblick hier in das Servo. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, alles Gute, euer Carex-Team.